Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition, wo wir uns immer noch in Empreuse du Lion befinden und rote Templer vermöbeln. Genau das machen wir. Der Name ist Programm oder der Titel oder das Intro ist Programm. Was anderes können wir nämlich nicht machen. Wie gesagt, sind wir in Empreuse du Lion und wir müssen rote Templer vernichten. Hier, rote Templer und auf dem Weg dahin, auf dem Weg, ja, zur Vernichtung der roten Templer. Machen wir noch rotes Lyrium kaputt und suchen einen Steinbruch und finden Mamas Ring etc. pp. So, und ohne viel zu quasseln, hab nämlich schon genug gequasselt, gehen wir einfach mal weiter. Alfonso, Lyrium ist warm. Da friere ich doch lieber, bevor ich dieses Zeug anfasse. Sehe ich ganz genauso. Wer weiß denn überhaupt, dass es warm ist? Ach, rote Templer. Hallo, meine Freunde. Ihr seht immer noch zauberhaft aus. Oh, da könnte man gleich mit kuscheln. So, genug gekuschelt. Du kriegst erstmal einen Fernschuss ab. Dann haben wir... Oh, Dorian. Er hält den Segen des Ältesten. Das ist super. Das ist schön. Aber darauf können wir verzichten. So, dann kriegt er noch eine Barriere. Und das war's. Das können wir alleine machen. Lalalala. Und der letzte. Ach ja. Ich muss sagen, ich spiele das Spiel privat, ja nebenher auch, also immer mal wieder ab und zu. Und da spiele ich auch Insane. Und ich muss sagen, also auf wahnsinnig, ich spiele es auf höchsten Schwierigkeitsgrad, nicht mal sagen, unsere Leute sind aufgelevelt. Und ich muss sagen, verglichen damit ist das Spiel auf normal echt leicht. Das ist schon lächerlich leicht, wenn man den taktischen Modus nutzt. Wo man noch sagen muss, auf wahnsinnig ist es mit taktischem Modus auch keine wirkliche Herausforderung, wenn man weiß, was man tut. Wolfskulptur oder Dänisch. Die Gegend um Sarnia bot schon immer eine Mischung aus altem und neuem, aus elfischen und orlesianischen Einflüssen. Und darauf bin ich stolz. Empreuse du Lion ist ein Teil der Dales. Sieht gar nicht danach aus, ne? So viel Schnee wie hier liegt. Und unsere Geschichte ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Leider haben nicht alle eine derart aufgeklärte Sichtweise, weshalb viele der elfischen Relikte, die hier einst überall zu finden waren, entweder zerstört oder gestohlen wurden. Zu den wenigen verbliebenen Relikten zählen auch einige der Wolfstatuen, von denen sich eine an der Alfonspassage oder Alfonspassage und eine zweite in einer Ruine nahe dem Fluss Elfenblut befindet. Ich will gar nicht wissen, warum der Fluss Elfenblut heißt. Dänisch Clans, die das Gebiet durchqueren, legen an diesen Statuen auf Blumen nieder. Und ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. Bürgermeister Meyer von Sarnia. Ja, daran ist auch nichts falsch, aber... Wir kennen ja die Menschen, die mögen Elfen nicht. Und Elfen mögen Menschen nicht. Und, so geht das immer hin und her. Und deswegen darf man auch keine Blumen legen. Weil entweder man ist ein Elfenliebhaber oder man ist ein Verräter. Oder ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wird schon seine Gründe haben. Irgendeinen Grund gibt es auch immer, warum sowas doof ist. Ach ja, wir sollen ja noch Vorräte für Feuerstellen Dings hier beschaffen. Silberit und Dämmerstein, warum auch immer man Silber und Dämmerstein für Feuer braucht. Aber ist so. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Schatten der Roten Templer. Der hat seine Arme verloren und hat stattdessen so komische rote Lyrium-Klauen und ist ein Schurke. Das heißt, wir hauen da einfach mal da ein Blitzfeuer rein und hauen auf den hier mal einen Fernschuss rein. Gleichzeitig hauen wir auch, sagen wir auch, Cassandra, sie soll die Aufmerksamkeit von ihm auf sich ziehen. Und wir machen mal wieder was vorbei.
Schnelligkeit hat super geklappt, muss man sagen. Du siehst schon wieder hin. Ist doch gerade eben die Mauer gesprungen. Da wird schon wieder auf der Kaiser, ja. Nein, Leute, ihr müsst alle auf die. Keine Barriere, haben wir keine Barriere hier? Leider nicht. Was? Corypheus wird triumphieren? Warum das denn? Das habe ich ihm nicht erlaubt. Der soll mir erstmal erklären, warum er überhaupt triumphieren will. Außer, dass er zum Gott werden will, weil du bist. Wenn das ein Grund ist zum Triumphieren, dann sage ich auch, ich will ein Gott werden, weil dann habe ich auch einen guten Grund zum Triumphieren. Ich meine, ich habe sowieso immer gute Gründe zum Triumphieren. Wir wollen ja die Welt retten. Eigentlich ist mein Grund so besser als seiner. Aber es scheint den ja nicht zu interessieren. Ein Dämmerstein und ein Dämmerstein. Müsste das jetzt nicht voll sein? Also voll gehen hier die. Nein, ist nicht. Schade. Wenn wir zweimal Dämmerstein und sowas aufsammeln, dann müsste doch theoretisch das Ding gleich voll gehen. Komisch. Komisch, das geht auch nicht höher. Wir haben jetzt immer noch 16 Mal Dämmerstein gesammelt. Wir brauchen 20, aber wir sammeln immer 6 Mal Dämmerstein ein oder so. Und wieso können wir das hier nicht kaputt machen? Unser Auftrag ist doch, rotes Lyrium zu zerstören für Varric. Oder Varric will, dass wir rotes Lyrium zerstören. Rotes Lyrium. Ich hab genug von dieser Scheiße. Uhuhu, was haben wir denn hier? Was ist das? Eine Warnung, Finger weg von meiner Pyramide. Ein Schild, ein Schwert, Waffen auf dem Boden, Typen, die mit den Beinen aus dem Eis hängen. Was ist denn hier los? Jetzt weiß ich, speichere mal. Hat gesagt, Finger weg von der Pyramide. Aber das ist ja keine Pyramide. Das ist eine Truhe. Ich glaube, die oben haben nicht drauf gehört, auf die Warnung. Aber was soll das hier? Komisch. Ulkig. Das habe ich beim letzten Mal, als ich hier lang gelaufen bin. Da sag's nochmal, da ist ja die Aufnahme abgekackt, deswegen habe ich mich entschieden, das auf später zu verschieben, anstatt es nochmal zu machen. Also direkt nochmal zu machen. Das letzte Mal, als ich hier lang gelaufen bin, ist mir das gar nicht aufgefallen. So entdeckt man neue Sachen. Auch ein Dämmerstein. Juhu. Mal 2. Sind wir von 16 auf 18. Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Noch ein wenig Segen für uns und noch eine Elfenwurzel. Mit den Elfenwurzeln können wir Elfen bewurzeln. Oder so. Und rotes Tuch. Rotes Tuch Quest ist abgeschlossen. Heißt das, wir müssen jetzt kein rotes Tuch mehr für Varric zerstören? Das wäre irgendwie enttäuschend. Ich würde nämlich gerne noch mehr rotes Tuch zerstören. Ein Taschentagebuch. Ich werde Ondrin fragen, ob sie mich heiraten will. Oh, ich habe schon alles geplant. Ich werde mit ihr zu dieser Anhöhe über dem Tal gehen und dann öffnen wir die Flasche Wein, die Vater für mich dagelassen hat. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Sie wartet schon seit einer ganzen Weile darauf, aber ich wollte, dass es perfekt ist. Nur ist niemals irgendetwas perfekt. Irgendwo wird immer Krieg herrschen. Es wird immer Trauer geben und die Sorge um die nächste Mahlzeit. Aber wir werden einander haben. Boah, ist ja richtig traurig. Aber sie hatten sich einander, guck mal. Eine kleine Schweigeminute für die beiden. Schon traurig, ne? So, sieht aber auch schon wieder geil aus, die Brücke. Ach, Dorian ist schon wieder gelevelt. Das kann doch gar nicht sein. Oder haben wir den das letzte Mal vergessen? Varric hat immer noch niedrige Gesundheit, ich weiß.
Nicht, dass da jemand in die Kommentare schreibt, Varric hat die ganze Zeit niedrige Gesundheit, jetzt heil den Typen doch mal. Ich weiß, das ist mir durchaus bewusst, dass der niedrige Gesundheit hat. Aber der heilt sich schon noch automatisch. Ich muss den noch nicht heilen. Ich würde es vorziehen, wenn er überhaupt nicht noch mehr verletzt wird. Elfenwurzeln. Wozu brauchen wir nochmal Elfenwurzeln? Ich hab's vergessen. Für irgendwas brauchen wir Elfenwurzeln. Ach, für unsere Tränke, genau. Wir brauchen noch mehr Elfenwurzeln für Tränke, um die zu verbessern. Aber brauchen wir noch irgendwas anderes? Irgendeinen Segen oder sowas. Hab's vergessen. Hallo, Templer. Hey, diese Kraftausdrücke gefallen mir gar nicht. So, greif den mal an bitte und haben wir noch einen zweiten Scharfschützen? Ach, tatsächlich. Greif den mal an. Au. Au. Ja, Korypheus wird triumphieren, darin zu verlieren. Ach, das hast du gerade eben schon gesagt. Mein guter Freund, sie wiederholen sich. Ach, das ist jetzt was Neues, wir dürfen nicht siegen. Oh, was ist denn das? Ein Koloss. Komm runter. Ich habe schon Drachen getötet, die hässlicher waren als du. Stimmt das gar nicht. Drachen war bisher immer viel schöner als die. Ist das hässlich. Guck dir das an. Voll hässlich. Wunderschön. Das ist ein Gesicht, das nur eine Mutter sehen kann. Weil ich war der Dieb. Was hat der denn? So, wenn ich auch mit der Scheiß blocken. Alter, ist das unübersichtlich. Der klingt so ein bisschen wie... Ja, ich weiß gar nicht wie. Er klingt so wie ein Viech eben, ne? Als ob er was im Hals stecken hätte. Was haben wir denn hier? Wie weit wird sich dieses Lyrium ausbreiten? Ich hoffe nicht allzu weit, aber es sieht schwer danach aus, als ob es das ganze Land bedecken will. Das ist in der Tat ein erschreckender Gedanke. Und ein beängstigender Gedanke. Wir wissen gar nicht, was wir gegen das Rote Lyrium tun können, außer es zu zerstören, natürlich. Es muss doch irgendwo herkommen. Hallo! Du bekommst irgendwie zu spät. Deine Freunde sind alle schon tot. Da. Hallo, Templer. Hallo. Hi. Jetzt geht der weg. Na ja. Ich will mich gerne anders mit rumschlagen. Stirb, damit ich mich um deinen Freund kümmern kann. Mit seinem riesigen Schild. Dankeschön. Ach, ist das schön. Alle tot. So, nimm Drakons Aufstieg für die Inquisition im Besitz. Machen wir gleich mal. Vorher gucken wir uns noch mal ein bisschen um und plündern ein wenig. Aha, Bogen eines roten Templers. Alles sehr schön. Was haben wir denn hier?
Oh, Depesche der Roten Templer. Wie konnte die Inquisition derart am Boden gewinnen? Setzt den Koloss ein. Das hat dir nicht viel gebracht, Fournier. Dann wollen wir mal das Lager aufschlagen. Und die Drakons und Drakons Aufstieg für die Inquisition einnehmen. Geschafft. War ja leicht. Knopfdruck. Ein dummer Stern. Rotest du abgeschlossen? Ich weiß. Das musst du mir nicht immer wieder sagen. Komisches Spiel, du. Rotes Tuch abgeschlossen. Immer wenn ich hier vorbeigehe, sagt er rotes Tuch abgeschlossen. Ich weiß nicht, was der will. Rotes Tuch abgeschlossen. Schon wieder. Was? Was willst du von mir? Hier war doch irgendeine Quest. Guck mal hier. Da, zerstören. Wir haben zwar rotes Tuch abgeschlossen, aber ich mach's gerade so kaputt. Ich meine, warum auch nicht? Noch ein wenig Dämmerstern. Dafür sollten wir mit Varric reden. Ich meine, hallo. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso kommt es denn immer wieder rotes Tuch abgeschlossen? Risse bei Drakons Schlund, Mamas Regen, Fertigstellung in Empris, ja. Der innere Kreis war das, nicht wahr? Hier ist nichts mehr. Abgeschlossene Quests. Rotes Tuch, da. Alles kaputt. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass wir noch mehr rotes Löwen zerstören können, als es auf der Karte gibt, aber... als Quest will, aber... Gott, das nervt, dieses blöde Wim. Ich weiß, dass es abgeschlossen ist, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, der will mich verarschen. Ja, jetzt gibt er Ruhe. Können wir mal weitergehen. Na nü, hier ist doch eine... Hier ist doch ein Schloss, aber das ist unter uns. Komisch. Muss ein Dungeon oder sowas sein, unter uns. Ah, ein Riss. Das ist wunderschön. Gehen wir mal nicht lang. Gehen wir mal später lang, wir müssen ja sowieso da hoch. Hier muss irgendetwas sein. Was ist denn das? Artefakte. Valeskas Wacht. Betritt Valeskas Wacht. Haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden, oder was? Ja, dafür. Sieht aus wie graue Wächter. Sieht aus wie ein grauer Wächter. Ja, ist ein grauer Wächter. Das heißt, wir gehen da erst rein, wenn wir Blackwall haben. Vorher nicht. Das ist ja auch seine persönliche Quest, die wir hier machen. Amulett der Stärke und ein Archon-Stab des Feuers. Gucken wir mal nach, ob der was für Dorian ist. Dorian, ich habe einen Stab für dich. Da ist er ja. Archon-Stab des Feuers. Sieht seltsam aus, aber er ist besser. Im Tode. Siegreich im Krieg. Wachsam im Tode. Wachsam in Friedenszeiten. Opferbereit im Tode. Das ist das Motto der Grauen Wächter. Meine Brüder und Schwestern in gemeinsamer Wacht. Ihr habt aus dem Kelch getrunken und seid graue Wächter. Obwohl ihr von uns gegangen seid, war euer Blut bei eurem Tod mit den meinen verbunden. Ich ehre euer Opfer und trage euer Andenken in die Schlacht. Melin von Alessans, ich gedenke eurer. Leonid von Leonid de Firmin, ich gedenke eurer. Ordwin, ich gedenke eurer. Rekruten, die es nicht geschafft haben. Also die das Beitrittsritual nicht überlebt haben. So wie Devin und Sir Jory damals. Ja, ich habe sie nicht vergessen. Ach du Kacke, nicht schon wieder den blöder Dämon. Ich habe auch keine Lust, Lyrium anzufassen. Ich muss gerade mit dem Dämon kämpfen. Hier ist gar keine Zeit für Lyrium. Warum? Warum
ist doch gut. Wieso hilfst du nicht, Dorian? Du bist doof. Hier. Da. Angreifen. Hallo, ich bin hier angreifen. Ich bin hier durchs Ding. So, erste Welle ist erledigt. Gleich kann es weitergehen mit der zweiten. Sobald hier das beschworene Ding von Dorian kaputt ist. Lalalalalala. Schöne Eule. Achso, was war das denn von Dorian? Ach, da kommen sie gleich von mir raus. Also, stören. So, einer ist weg. Zweiter ist weg. Kann man den noch nicht stören? Immer noch nicht. Jetzt stirbt schon endlich, dummes Ding, oder verbanne, oder die sterben ja nicht, ne? Werden sie vernichtet oder werden sie verbannt? Ich glaube, sie werden verbannt. So, wenn das nicht so bannt. Was macht ein Dashir der Händlergilde mitten in einer Schlacht gegen uralte böse Mächte? Dasselbe könnte ich einen verhätschelten Adligen aus Tevinter fragen. Bin nicht verhätschelt. Ich muss meine Weintrauben seit Wochen selbst abschälen. Sprecht mit Josephine. Sie kann euch gewiss helfen. Was? Kapier ich nicht. Das sollte wahrscheinlich ein Witz sein. Ich bin zu blöd dafür. Hallo. Noch mehr rotes Lyrium zerstört, das wir nicht mehr zerstören müssen, aber es ist immer noch auf der Karte drauf. Keine Ahnung wieso. Es muss irgendein Bug sein oder sowas. Wow. Was ist das denn da drüben? Sind das Kolosseen? Ich will darüber. Ich hab einen Drachen gehört, aber ich will darüber. Das sind Kolosseen, aber es ist doch. Da sind Wachtürme und Kolosseen oder sowas. Seltsam. Da unten ist der zugefrorene See Elfenblut oder Fluss Elfenblut. Was haben wir denn hier oben? Was haben wir denn hier? Ah ja, Altkisten. Das ist toll. Und sonst? Ist hier sonst irgendwas? Sieht nicht danach aus, ganz ehrlich. Okay, dann können wir ja hier entlang weitergehen. Ah, eine Brücke. Und erfrorene Templer, wie es aussieht. Oder Reisende, die von der Kälte überrascht wurden. Die soll ja sehr plötzlich gewesen sein. Schon wieder so ein Brüllen von irgendeinem. Das hört sich immer noch an wie ein Drache. Und die Statuen da unten sehen ganz ehrlich aus wie Kunari. Ich wünschte, ich könnte näher ranzoomen. Kann ich aber nicht. Ob wir die Brücke reparieren können? Ich meine, ja. Ich meine, die in den erhabenen Ebenen konnten wir ja auch reparieren. Also warum auch die nicht? Noch ein wenig Everit aufsammelt? Oder Everett oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Und da hinten sind wieder unsere Freunde, die Templer. Hallo! Was? Sie töten? Sind doch ganz freundlich. Aua! Sind viel zu freundlich. Wenn wir da nicht einfach nur Freunde sein. Nein. Von diesem Ort bekomme ich Kopfschmerzen. Was? Von Schnee bekommst du Kopfschmerzen? Warum? Oder von diesem Schnee. Wenn es am Schnee liegt, Dorian, aua, dann können wir nicht länger Freunde sein. Und ich liebe Schuh.
Anfänger? Was? Wir sind Anfänger. Wer hat das gesagt? Knochenturm. Aha, das ist also der sagenumwobene Knochenturm. Und für den haben wir ja schon viel gehört, nicht wahr? Haben wir nicht. Noch nie. Der ist ganz neu. Den kenne ich nicht. Oh, noch ein wenig Abrohrsägen. Oder Arborsägen. Müssen da unten? Kann man da überhaupt hin oder stirbt man da irgendwie? Das sieht nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Sag mal, Dorian, ist dir eigentlich nicht kalt in deinen komischen Lumpen? Ja, bei Varric kann ich verstehen, der ist ein Zwerg, aber du kommst doch nicht mal aus. Kommst du nicht mal aus einem kalten Gebiet? Ah, wir haben hier einen roten Templer, einen Scharfschützen. Was bist du denn hier? Und was bist du? Keine Ahnung. Was bist du? Ein roter Templer Schrecken. Aha. Okay, dann erledigen wir erstmal den hier. Sagen angreifen. Angreifen. Wieso schlägst du gegen meinen Schild? Bist du doof? Wieso geht Varric so nah dran? Oh, ja. Ich will schon wissen, was er tut. Oder auch nicht. Er wird nicht wissen, was er tut. Aber ich muss ihm mal sagen, er sollte diese Fähigkeit nicht mehr haben. Ja, ich bin. Dann zieht es mich irgendwie Quatsch. Alter, Varric, gehst du weg? Cassandra? Oh, wieso gehst du denn jetzt? Es ist doch unglaublich. Ja, Rückendeckung ist ganz voll und so, wenn du hinten, wenn du reinrennst. Ohne zu warten, ob wir irgendwie bereit sind. Vorstelle Frau, ist sehr schön. Vielleicht siehst du sogar aufs Gamecube. Ich hab bereits gesiegt. Du toter Templer. Sieh dich doch mal an. Das kannst du jetzt natürlich nicht mehr, aber hättest du noch geliebt, hättest dich mal angucken sollen. Wäre dir klar gewesen, dass du bereits verloren hast. So, was haben wir hier hinten? Ein Tor. Noch irgendwas zum Aufsammeln? Kümmern wir uns gleich mal drum. Da ist eine Leiche im Lyrium. Was ist das, eine Leiche? Samson ist also an. Und deshalb geht es ihm auch nie aus. Karin wird davon erfahren wollen. Ah, das ist keine Leiche im Lyrium, das ist Lyrium in der Leiche. Das ist was anderes. Alte Brücke. Judicales Übergang. Die majestätische Brücke mit dem Namen Judicales Übergang wurde im Jahr 856 des gesegneten Zeitalters erbaut, um die Krönung Kaiser Judicales I. mit einem Meisterwerk olesianischer Baukunst zu feiern. Die Brücke ersetzte einen alten, verfallenen Hochweg, der zu den Sonnenbecken führte. Bei der feierlichen Einweihung der Brücke führte Großherzogin Leontine, die Schwester des Kaisers, ein Dutzend Adlige samt Gefolge über die Brücke bis hin zu den heißen Quellen, um dort ein Bad zu nehmen. Die Pfeiler von Judicales Übergang enthalten architektonische und dekorative Elemente, die jenen des frühen tewinterischen Hochwegs nachempfunden sind. Ähnliche Elemente finden sich auch in den mehreren Meilen entfernten Bögen, die über dem Dorf Sarnia aufragen. Der Stil der andrastischen Statuen, die die Brücke säumen, ist hingegen gänzlich orlesianisch. Das ist ja interessant. Tewinteranisch also. Das sind aber nicht die Bögen, die gemeint sind, nicht wahr? Das ist immer ja irgendwas über. Was sind das für komische Kolosseen? Gucken wir uns gleich mal an. Wo ist denn Sarnia? Das ist nicht da unten. Das ist irgendwo anders. Das ist auch nicht da. Der Schaden ist doch größer, als ich dachte. Wir könnten sie vielleicht jetzt wieder aufbauen. Ah, denke ich mir auch. Einsatz Freischalt bekommen. Der Schaden ist doch größer, als ich dachte. Wir könnten sie vielleicht wieder aufbauen. Haben sie gerade zweimal denselben Dialog in unterschiedlichen Tonlagen gesagt? Instandsetzung von Judicales Übergang Einsatz verfügbar. Müssen wir uns gleich mal angucken.
Sobald wir das nächste Lager erreicht haben, können wir ja kurz einen Abstecher in den ins Dings hier machen. In die Himmelsfeste. Ich hoffe, das macht dann nichts. Ich weiß ja, dass der Kartentisch nicht unbedingt das Beliebteste am Spiel ist. Aber wir müssen es ja machen. Ach, das sage ich so oft. Mächtiges Rotes Lyrium. Aha. Rotes Lyrium sammeln wir auch ganz oft ein und nehmen es mit und sammeln es ein und zerstören es und nehmen es mit. Und was ist das denn schon wieder? Ach, nicht schon wieder so einer. Aus Holz verkehrt. Kamera ist eindeutig nicht für so einen großen Gegner gemacht. Au! Alter! Jetzt reicht's mir aber, Varric. Komm. Charakterbogen. Verhalten. Nee, Taktiken. Varric. Können wir momentan gar nicht machen. Arschloch. Jetzt reicht's mir mit dem scheiß Zwerg. Hier, da hinten bleiben. Und noch mehr Rotes Lyrium. Warum zerstören wir Rotes Lyrium und nehmen es gleichzeitig auch mit? Verstehe ich nicht so ganz. So, Varric, Taktiken. Hakensprung. Schleudert einen leichten Greifhaken auf und zieht sich dann mit einem Sprung anders heran. Warum? Er ist Fernkämpfer. Nein, ich will nicht, dass er es macht. Deaktiviert. Nein, er soll es nie einsetzen. Nie, 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 nie. Warum auch? Ich meine, er ist Fernkämpfer. Er soll nicht in den Nahkampf gehen mit seinen Gegnern. Das ist totaler Quatsch. So, Lager ist aufgebaut. Dann können wir noch mal kurz hier gucken. Was haben wir denn noch hier? Nichts. Okay, da oben ist noch ein Okularum. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt begeben wir uns erstmal nicht zur Syledin-Feste. Die ist irgendwo da hinten. Da hinten ist sie auch schon, da ragt sie empor. Da müssen wir gleich mal hin. Vorher gehen wir aber zur Himmelsfeste. Gucken nach, welche Einsätze wir am Kartentisch erledigt haben. Wahrscheinlich alle. Und welche Einsätze wir starten können. Unter anderem den Wiederaufbau der von Judy Gales Übergang, der riesigen Brücke in dem Priest du Lyon, die wir gerade eben entdeckt haben. Und danach geht's ganz schnell wieder zurück ins Lager. Nur ein ganz kurzer Abstecher in die Himmelsfeste. Da wünschte ich mir schon fast, es gäbe irgend so eine Webseite oder sowas, wo ich starten könnte, die Einsätze. Dann könnte ich das nebenher machen. Dann müsste ich nicht unbedingt die Himmelsfeste laden und dann zum Kartentisch laufen und dann den Einsatz machen und dann wieder den Priest du Lyon laden und naja, es würde halt schneller. Oder wenn es einfach ein Menü gäbe. Einfach hier irgendwie auf Karte und dann drückt man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Dizel sagte, der Erbauer handelt durch uns, aber er greift niemals in etwas ein. Je weniger der Erbauer tut, umso realer ist er. Das ist meine Devise. Das ist ja unglaublich. Wer glaubt denn so ein Schwachsinn? Und umso mehr die alten Götter und Dämonen tun, umso mehr gibt es sie. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch ein... Ach, egal.